Gedankenkompass, der Podcast zur mentalen Intelligenz. Denn erkennen ist krasser als tun. Moin aus der Mitte von Deutschland. Ja, und ich sitze gerade auf der Bank, meine Brille beschlägt, weil ich bis eben hierhin gelaufen bin und nehme einen Podcast im Sitzen auf. Und normalerweise sollte ich ja einen Podcast im Laufen aufnehmen. Ja, da kommen mir die besten Ideen und da bin ich so in meiner Energie. Und ja, jetzt sitze ich jetzt mal hier rum und schaue ins Land. Auch schön, ne? Ich schaue ins Land. Und kennst du das, dass man, ich sitze an so einer Kreuzung und in der alten Zeit hat man gesagt, dass Kreuzungen magische Orte sind, ja, Weggabelungen, dass dort magische Wesen leben und dass dort auch ganz viel Magie ist. Und wenn du mal die Möglichkeit hast, auf so einer Kreuzung jetzt vielleicht nicht innerstädtisch, ja, auf so einer Kreuzung zu sitzen und mal ein bisschen zum Frieden kommen, weil innerstädtisch kein Frieden, dann probier das doch mal aus und probier mal so ein bisschen eine Innenschau zu machen. Einfach zu sitzen und ins Land zu gucken oder in die Gegend, die da ist, und zu atmen und auf dich zu hören. Das ist eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall passiert das auf dieser Bank hier ganz häufig. Und nicht nur mir, sondern auch anderen Leuten. Ich begegne hier ganz häufig Menschen, die sagen, oh, was für eine schöne Bank. Und da sitze ich auch immer gerne. Und dann kommt man ja so, also Mann nicht, ich komme ja mit Menschen dann ins Gespräch. Und dann unterhalten wir uns. Ja, und weswegen habe ich jetzt genau diesen Einstieg gewählt. Denn es geht ja heute ja eigentlich um Handtücher. Weil, ne, in der letzten Folge habe ich gesagt, ich sollte mal einen Podcast machen über Handtücher, und das mache ich jetzt. Ich mache jetzt heute einen Podcast über Handtücher. Und zwar ist das an sich ein Podcast, der dir helfen soll, Perspektiven für dich selber zu wechseln. Ich sag's von vornherein. So, und wenn dich Handtücher nicht interessieren, brauchst du jetzt nicht weiter zuhören. Alle anderen, die neugierig sind, euch erwartet hier in diesem Podcast der eine oder andere Aha-Moment. Wie sonst ja auch. Jo, also, liebe Leute, wofür kann man ein Handtuch benutzen? Also, ihr werdet alle sagen, sich abzutrocknen. Ist ja logisch, dafür hat man ja Handtücher genommen. Ne? Handtücher sind dafür da, sich abzutrocknen. Und jetzt könnten wir ja alle sagen, ja, und das war der einzige Sinn eines Handtuchs. Und das wiederum, liebe Freunde, ist genau die Einstellung, die viele Menschen davon abhält, in ihre Kraft zu kommen. Das ist die Einstellung, die viele Menschen davon abhält, ja, Entscheidungen zu treffen, sich ihrer Angst zu stellen, die zu besiegen auch. Und für sich selber mal ihren Ich-Erfolg, also ne, ihren eigenen Erfolg, nicht der Erfolg, der ihnen irgendwie aufdoktroyiert wurde oder solche Geschichten, sondern zu definieren und zu erreichen. Denn, sagen wir mal wirklich, sagen wir mal ehrlich, ein Handtuch kannst du auch als Decke benutzen oder Kissenersatz oder zum Schutz vor Sonne. Als Picknickdecke kannst du ihn benutzen, du kannst ihn als Tischdecke benutzen, als Schal kannst du ein Handtuch benutzen. Du kannst es zum Polstern von Gegenständen, ja, du kannst ein Cape improvisieren, eine Sitzunterlage kannst du machen, ja, du kannst es als Bandage für Verletzungen verwenden, du kannst es zum Aufwischen und von verschütteten Flüssigkeiten benutzen, ne? Als Vorhang oder Sitzschutz kannst du nehmen, du kannst zum Reinigen von Oberflächen, als Wickelrock kannst du ihn tragen, zum Basteln kannst du es machen, also Puppen und Tiere formen, du kannst zum Halten von heißen Gegenständen es nehmen, ja? Du kannst es als Tasche oder Beutel improvisieren, du kannst Pflanzen abdenken, du kannst es als Lesezeichen verwenden, du kannst Schattenspender, du kannst als Fächer, du kannst es auch zum Beispiel als Waffe benutzen, ne? Als Schleuder kannst du das Ding benutzen, du kannst es üben von Knotentechniken. Das sind nur so ein paar, knapp 30 Dinge, wofür du ein Handtuch benutzen kannst. Und das ist halt genau das Problem, was viele Menschen haben, die immer wieder sagen, ich kann etwas nicht oder ich bin nicht gut genug oder so. Sie gucken immer nur auf die eine Sache. Und ich möchte dich heute einfach mal einladen,
dass du mal schaust, wenn du ein Problem hast, das zu üben, was kann ich denn sonst noch alles nutzen, um das Problem zu üben? Zum Beispiel eine Dose öffnen. Ja? Ganz viele gehen hin und sagen, Dosenöffner. So, aber jetzt stell dich doch einfach mal hin, alltagstauglich, und du wirst und such dir nur 5 Beispiele raus, was du noch alles zum Dosenöffnen nutzen kannst. Oder stell dich hin und sagen, wofür kann ich eigentlich so eine Dose alles benutzen? Ja, Dose Ravioli. Mir fällt zum Beispiel schon ein, ich kann das nutzen, dass eine Tür nicht zuschlägt. Ja, ich kann es nutzen, dass ein Auto nicht wegrollt, so unten drunter stellen. Oder ich kann es als Schwerpunkt nutzen, also ne, als Gegengewicht nutzen. Guck mal, das sind schon 3 Dinge, wofür ich eine Dose nutzen kann. Und zwar eine volle. Ja, jetzt kann ich, du kannst ja noch viel mehr machen, wozu kann ich sie nutzen, wenn sie leer ist. Und wenn du das übst jeden Tag, wenn du jeden Tag da mal hinschaust und sagst, das, was dir im Alltag so auffällt, das, was dir im Alltag einfällt, was dir ja unterkommt, wofür kann ich das alles nutzen, wirst du Folgendes feststellen. Du wirst Folgendes feststellen, dass du A, eine viel zu viel Kinkerlitzchen bei dir zu Hause hast, ja, für jeden Scheiß irgendwas. Und du wirst feststellen, dass, wenn du das jeden Tag machst, dass deine Kreativität und deine Fähigkeiten, Lösungen zu finden, steigt. Ja, du fütterst dein Gehirn, und da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, dass du sagen, womit fütterst du eigentlich dein Gehirn? Mit irgendeiner Serie, mit Nachrichten, mit Sorgen, mit Ängsten, mit Gedanken, ich bin nicht gut genug, oder womit fütterst du dein Gehirn? Ja? Du könntest das nämlich auch damit füttern, zu sagen, oh, guck mal in den Garten, da sehe ich vielleicht eine Pflanze, wofür kann ich die eigentlich alles verwenden, außer einen Blumenstrauß zu machen. Ja, wofür kann ich das machen? Und da kannst du natürlich deiner Fantasie freien Lauf lassen. Weil, wenn du es denken kannst, kannst du es auch machen. Das ist so ein schöner Kachelspruch, ne? Kommt aus Amerika, von sehr erfolgreichen Menschen. Ich weiß aber jetzt gerade nicht von wem. Ich weiß nur, dass der aus Amerika kommt und dass da wahrscheinlich von so einem Motivationsguru, ne? Dass der aber irgendwann gesagt hat, wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch machen. Und darum geht es nämlich, denn deine Gedanken sind nichts weiter als Worte. Und Worte sind Magie. Und Worte sind für dich die Dinge, die für dich in Erfüllung gehen. Gibt es ja auch so den Spruch, ne? Du hast immer Recht. Also auch wenn du Unrecht hast, hast du immer Recht. Denn die Worte sind die Magie, die dich dahin bringen, dass deine Weltanschauung immer Recht ist. Ja, und dadurch kannst du natürlich sagen, ich kann nichts, damit hast du Recht. Ja, natürlich kannst du es nicht. Ja, natürlich hast du Recht damit, denn du bist nicht offen dafür, einen Perspektivwechsel zu machen. Du bist gar nicht mehr offen dafür, zu sagen, dich selber zu hinterfragen mit, was macht das denn mit mir? Also, habe ich denn wirklich, wirklich, wirklich Recht damit? Denn du hinterfragst das nicht mehr. Worte sind Magie. Und ganz häufig sind die Worte deine Sicht der Welt, deine eigene Wahrheit. Und diese eigene Wahrheit ist für viele Menschen einfach unverrückbar. Und deswegen lege ich ja so viel Wert darauf, dass du Perspektiven änderst. Ich habe ja mal gesagt, überleg doch mal mit der Werbung. Dreh das doch immer um. Ja, da verspricht der einer und sagt, hey, du kriegst hier total heile Haut, wenn du das Zeug dir jeden Tag ins Gesicht schmierst. Dreh's um und da wird ein Schuh raus, meistens. Ja, weil in diesem ganzen Zeug meistens Chemie ist und keine natürlichen Zutaten. Und am Ende des Jahres, also nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, wo du das Zeug ins Gesicht geschmiert hast, wirst du sehen, das hat deine Haut bestimmt nicht gesünder gemacht. Und dann reden sich ganz viele Leute an, ja, aber das ist so lange so gesund geblieben, wo ich dir sage, ja, wäre wahrscheinlich länger gesünder geblieben, wenn du dich gesund ernährt hättest und vielleicht andere Sachen da drauf geschmiert hättest. Und das ist ein Perspektivwechsel, der da ist. Und ich möchte nicht jede Werbung schlecht machen, nur es geht darum, dass du mal hinterfragst, was dir dort ja präsentiert wird und was du dir selber präsentierst, das ist ja mentale Intelligenz, die Geschichte zum Beobachten. Und ich habe ja letztens so ein Posting gemacht, das ja das erfolgreichste Posting meines Lebens war. Ganz offensichtlich habe ich da den Nerv der Zeit getroffen, indem ich so eine kleine Liste gemacht habe und was dazu geschrieben habe. Und zwar habe ich gesagt, ne, Faulheit tötet Ehrgeiz.
Zorn tötet Weisheit. Furcht tötet Träume. Ego tötet Wachstum. Eifersucht tötet Frieden. Zweifel tötet Vertrauen. Und das ist so diese Geschichte, ne? Handtuch zum Abtrocknen. Ja? Faulheit, Handtuch, tötet Ehrgeiz. Ja? Abtrocknen. Punkt. Keiner von den Menschen, die vorher in ihrem Leben auf solche Sätze gestoßen ist, hat Folgendes gemacht. Sie haben nicht von rechts nach links gelesen. Ehrgeiz tötet Faulheit. Weisheit tötet Zorn. Träume töten Furcht. Wachstum tötet Ego. Frieden tötet Eifersucht. Vertrauen tötet Zweifel. So. Merkst du was? Ja? Merkst du was? Du kannst das noch weitermachen, ja? Zweifel tötet Zuversicht. Zuversicht tötet Zweifel. Ja? Habsucht tötet Großzügigkeit. Großzügigkeit tötet Habsucht. Und du kannst das weiter machen. Ja? Und es gibt, ich kann dir noch 8, 20 weitere von diesen Beispielen geben. Es geht darum, dass du deiner Weltsicht eine Chance gibst, die Perspektive zu ändern. Es geht darum, dass du den Einstellungen, die du für dich selber hast in deinem Leben, über dich selbst, dass du dir selber die Chance gibst, Perspektiven zu ändern. Und für alle, die sagen, ja, ich kann nicht, ja, überleg doch mal. Der erste Moment, ja, zu sagen, ich habe Angst, bedeutet doch schon mal eine Anerkennung der Sache. Und ich weiß, ich bin ein Freund, der ja auch sagt, benennen wir die Dinge doch beim Namen. Okay? Und dann sage ich nicht Furcht oder Sorge, sondern ich sage Angst. Und da sind mir in der Vergangenheit Leute entgegengekommen, gesagt haben, ja, das kannst du doch so nicht sagen. Es gibt doch einen Grund, weswegen es sowas wie Sorgen gibt. Da gibt es eine Definition, da haben sie mir die Definition vorgelesen. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, okay, und was bringt dir das jetzt? Also was bringt es dir, deine Sorgen zu verändern, indem du sie Sorgen nennst? Ja? Was bringt es dir? Das ist doch gar nicht eilig auf deiner Liste. Ja, ein paar Sorgen. Sorgen hat jeder. Ja, weißt du auch. Ja, irgendwas ist ja immer. Kennst ja den Spruch. Ja? Sorgen hat doch jeder. Sorgen hat jeder. Angst hat nicht jeder. Ja, ich habe Angst. Überleg doch mal, was für ein Hilferuf das für dich selber ist, zu sagen, ich habe Angst davor, mich zu entfalten. Ich habe Angst davor, meine Träume zu leben. Ich habe Angst davor, mich zu verändern. Das ist doch mal ein Name. Dann kannst du was damit ändern. Und dann ist es doch das Handtuch. Ja? Denn wenn du sagst, ich habe Angst, und ich eben gesagt habe, Angst tötet Mut, und das weißt du ja auch, ja? Wer Angst hat, ist nicht mutig. Das weiß doch jeder von euch. Oder nicht? Ich meine, oder müsst ihr jetzt extra studieren gehen nochmal, um euch klarzumachen, dass wenn ihr Angst habt, ihr nicht mutig seid. Das ist doch Bullshit, ja? Ich meine, PISA-Studien hin oder her, aber das sind ja so Grunddinge, da sollte doch jeder selber auch drauf kommen können. Ne? Das wiederum ist doch dann die Möglichkeit zu sagen, und deswegen sollst du das mit den Dosen üben und solche Geschichten, dass du kreativ bist, was kann ich noch machen? Ja? Denn die Frage wird ja sein, wie kann ich denn aus der Angst mutig sein? Wie kann ich Mut entwickeln? Ja? Was kann ich tun, um mutig zu sein? Nicht, was brauche ich? Dann machst du dich wieder abhängig. Ja? Nicht, was brauche ich? Zaubertrank? Ja, den kriege ich nicht. Ja, das ist aber doof. Dann bleibe ich lieber in der Angst. Ne? Nein, was kannst du tun? Du kannst zum Beispiel deinen eigenen Zaubertrank brauen. Ich würde sagen, überwiegend Anti-Alk, ja, ich meine nicht, dass du ja sagst, der Jan hat mich in den Alkoholismus getrieben, weil ich habe jetzt meinen Zaubertrank. Sondern es geht darum, was brauchst du? Und ein Anfang ist zum Beispiel zu sagen, ich schreibe mal den Jan auf den Social Media an und sage, du Jan, ich habe mal eine Frage. Und ich weiß, ich kenne euch ja. Ich weiß ja, was für Gedanken da sind. Kann ich den Jan anschreiben? Kann ich einfach so einen wildfremden Mann was? Nein, ich störe den doch bestimmt. Guck mal, der hat doch auch eine Depression, der will doch bestimmt. Ach, diese ganzen Gedanken, das sind die Gedanken, die dich weiter und immer weiter in dieser ganzen Angst köcheln lassen. Und die dich aufweichen, ja, bedenke mal, ich weiß nicht, ich glaube aber fast jeder von uns war mal zu lange in einer heißen Badewanne und was das Wasser mit unserer Haut gemacht hat, ja, das macht die Angst mit dir auch, die weicht dich auf, die weicht dein Gehirn auf. Die letzten
letzten strammen Gehirnwindungen, die du hast, die dich davor abhalten, ganz in die Angst und Hilflosigkeit und Opferhaltung reinzuschlittern, das macht die Angst, die weicht das so langsam auf. Meistens mit einem schönen Badezusatz und einem schönen Duft dabei und ein paar Farben, sodass du es gar nicht erst merkst, ja, dass du da aufweichst. Aber das ist halt die Angst. Und das sind so die Gedanken. Ja, kann ich mich nicht melden? Was denkt der von mir? Ja, der erste Schritt, in den Mut zu kommen, ist zu sagen, hey Jan, ich habe da mal eine Frage. Ich habe deinen Podcast gehört, ich habe da mal eine Frage. Total harmlos, oder? Du musst dich weder mir öffnen, mir deine Lebensgeschichte erzählen oder irgendwelche anderen intimen Sachen, ja, sondern ja, so Sachen, ich lackiere mir meine Fußnägel verkehrt rum oder so, das brauche ich alles gar nicht wissen. Ja, du kannst mir einfach sagen, du, ich habe mal eine Frage und mich anschreiben. Da müssen wir noch nicht mal reden. Und das ist die Umwandlung von Angst in Mut. Das ist ein ganz kleiner Schritt, aber für die meisten ist dieser kleine Schritt wie ein Lottogewinn. Der größte Schritt in ihrem Leben. Denn genau das bringt Wandlung. Kleine Schritte. Und aus meiner, ich kann dir das auch noch mal ganz kurz hier erzählen, in diesem Podcast zum Abschluss dieser Folge. Also, ich habe euch ja gesagt, ich lebe mit einer Depression. Das heißt, mein Dämon hatte einen Namen. Darüber habe ich auch Folgen gemacht, ne? Benenne deinen Dämon. Angst. Das ist exakt das, ja, was ich die ganze Zeit sage. Und der hatte einen Namen. Und dann konnte ich jetzt die ganze Zeit daran arbeiten. Und in der Folge 670 habe ich ja auch erzählt, dass ich von der schweren auf eine mittelschwere Depression zurückgekommen bin, weil ich ganz viele Dinge getan habe und mutig war. Mich auch einzulassen, auch auf Dinge, wo ich früher gesagt hätte, ja, spinnst du, alle Latten am Zaun. Ich habe mich auf Sachen eingelassen. Ja, ich war bereit, das zu tun, was nötig ist, um erfolgreich zu haben. So, jetzt hat sich letzte Woche, auf der Nacht von Montag auf Dienstag, in einem Traum, sich mir meine Depression sogar gezeigt. Ja, ist ein schwarzer Felsbrocken, so Meteorit, wo blaue Blitze dran sind und der mit so Tentakeln mitten in meinem Gehirn sitzt und in mein Gehirn reingeht und mir meine Energie raubt. So, jetzt überleg mal. Jetzt habe ich nicht nur den Namen, ich habe das Gesicht desjenigen und ich habe auch den Ort. So, jetzt könnten alle die Leute sagen, ja, das ist alles eingebildeter Kack. Und ich sage dir, ja, denk weiter, dass das eingebildeter Kack ist, denn ich bin von einer schweren Depression auf eine mittelschwere zurückgekommen. Du wirst weiter in deinem Saft schmoren, in deiner Angst, weil du ja da über mich redest und sagst, ja Jan, das ist doch alles eingebildet. Wieso eingebildet? Was kann ich denn jetzt alles tun? Ich kann zum Beispiel Atemübungen, Meditationstechniken machen, wo ich helles, weißes, heilendes Licht genau an den Ort schicke, wo die Depression ist. Und du kannst natürlich sagen, das wirkt nicht, das ist alles eingebildeter Scheiß. Und ich kann dir auch weiterhin sagen, ja, köchel weiter, mein Freund. Es ist alles gut, ja. Es ist alles gut. Und vielleicht hilft es tatsächlich nicht bei dir, ja. Vielleicht brauchst du ja handfeste Drogen oder Stromschläge oder was auch immer, ja. Aber es gibt halt Menschen, da hilft das. Und dann kann ich Dinge ausprobieren. Und darum geht es. Ich kann Dinge ausprobieren. Ich kann zum Beispiel Ernährung umstellen, die mein Gehirn mehr mit Nährstoffen versorgt. Wäre zum Beispiel eine Idee, ja, jetzt dahin zu gehen. Nochmal, was kannst du alles mit deiner Dose machen? Was kannst du alles mit deinem Handtuch machen? Lösungsorientiert denken. Und umso mehr Informationen du über dein Problem hast, umso bessere Lösung findest du. Das wiederum bedeutet, du könntest jetzt gleich mal ganz schnell losgehen, dir ein Handtuch schnappen und es dir mal angucken von allen Seiten. Wie ist es gewebt? Aus welchem Stoff? Welche Farbe hat es? Ja? Ist die Farbe weiß gut, um Zeichen zu geben oder schwarz? Oder wie auch immer, und dann kannst du Lösungen finden. Und das ist genau das, was ich meine. Ja? Denn umso mehr du an dir arbeitest, umso mehr Lösungswege du findest, umso mehr du bereit bist, dein Gehirn zu trainieren, umso kreativer wird es, umso mehr wird es Lösungen finden. Und dann kommst du in deinen Mut. Denn wenn du weißt und sicher bist, dass du in jeder Situation Lösungen findest, kannst du gar keine Angst mehr haben. Hä? Okay? So, also, für dich wünsche ich mir heute, dass du dir ein Handtuch in die Hand nimmst und dass du vielleicht heute, oder wenn heute jetzt Abend ist, dass du dann morgen den ganzen Tag mal mit so einem Handtuch durch die Gegend läufst und dir überlegst, wofür kann ich das alles heute verwenden, und nimm es ruhig mit auf die Arbeit, lass die Leute doch doof gucken, ja, mutig sein. Also, ja, erwecke die Macht des Handtuchs in dir, schöner Titel, ist mir gerade eingefallen.
Also, bis dann, der Jan.